Hallo und herzlich willkommen zum Fall Let's Play. Echt jetzt? Ernsthaft? Gott, wer mit Spiel? Ich meine, Suikoden 2, aber. Ich mache extra im letzten Part den Cut, um hinzulaufen, damit wir nicht unterbrochen werden von Zwischenkämpfen. Ich mache extra diesen Cut. Denk mir gerade, ja gut, das sind zwei Schritte, da wird jetzt auch nichts mehr passieren. Ja, nee, ist klar. Ugh. Yay, sie nochmal durch ihr, ihr Traumadorf führen. Wunderbar. Pelika, wohin gehst du? Es ist zu gefährlich für dich allein. Tatsächlich müsste sie hier hingegangen sein, ja, weil... Pelika? Hey, folgen wir ihr, Kommi. Es wäre so viel einfacher, wenn sie mit uns reden würde, aber da verlange ich gerade halt relativ viel. So, hier bist du also, Pelika. Warum hast du... Was ist denn los? Ist dort etwas? Ein Stein. Aber ja, jetzt erinnere ich mich. Marx, Pelikas Vater. Seine Aufgabe war es, für einen Schrein zu sorgen. Dies muss der Ort sein. Was ist das hier? Hier steht etwas geschrieben. Komm, ich sieh dir das einmal an. Klar. Ich bin bekannt dafür, Steine gut lesen zu können. Diese Schrift, sie sagt, mein Freund und ich versiegeln unsere Gedanken hier. Wir bedauern zutiefst, dass wir sie nicht vereinen konnten. Han und Gengaku. Genkaku sollte ich jetzt nicht Gengaku. Das G. Dieser Genkaku, ob es wohl Meister Genkaku ist? Was soll das bedeuten? Was ist denn dies? Im Innern des Schreins? Aber warum sind wir hier drin? Warum nur wir beide vor allen Dingen? Warum haben wir die Seiten getauscht? Ihr, die ihr dem Pfad des Schicksals folgt. Ihr verkündet den, der den Sternen des Schicksals befiehlt. Geht vorwärts, um euer Schicksal zu wählen, müsst ihr sie erringen. Okay. Coole Sache, Ast rein. Was? Was war das denn? Wir sollen vorwärts gehen? Ja gut, den Teil habe ich auch verstanden. Ja, Team ist wieder zerschlagen. Denn ich muss vorwärts laufen. Und zwar sehr lange vorwärts. Macht. Suche ich nach Macht? Dass dem Großvater das egal ist. Wer bist du? Ich bin Joey. Oder Jovi. Ne, Panda Jovi. Da hast du es. Klingt aber kacke. Seit dem ersten Tag, als ich dich sah, war ich verliebt in Macht. Kampfkunst. Wie auch immer. Nein, 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 ein adoptiertes Kind, der Sohn eines Feiglings. Das Dojo deines Vaters ist ein Müllhaufen. Komm nicht hierher, Kommi, wir werden vielleicht von deiner Feigheit angesteckt. Oh. Hör auf. Wenn du Kommi verhöhnen willst, nimm es mit mir auf. Pff. Na, hätte ja klappen können, ne?
Red nicht so großspurig daher, adoptierter Sohn eines Feiglings und verwöhntes Söhnchen. Hey, wartet ihr kleinen Scheißkerle! Alles in Ordnung, Kommi? Ich wusste irgendwie, dass wir Freunde werden. Oh, er hat einen Pudel oder so? Schon was von Räuberleiter gehört? So, entschuldigt, ich musste eben an die Tür ein Paket abholen. Egal, schnell, meine Hände werden müde. Nur noch ein bisschen. Kannst du sie sehen? Ist sie nicht hübsch? Wer? Beeil dich. Nur noch etwas. Na, bespannen wir die Prinzessin. Oder gucken wir den Pudel an. Finden wir den Pudel interessant. Ja. Ein sterbender Schwanhund. So. Da. Hey, was macht ihr dort oben? Hauen wir ab. Hui! Ich war niemals einsam, weil du da warst. Weil du da warst. Weil du da warst. Naja, ihr versteht, ne? Oh, wir haben was verbuddelt. Oh. Okay, gut. Denkt daran, es ist ein Geheimnis. Okay. Ne? Hey, was macht ihr denn? Los, erzählt es mir. Nun, weißt du? Hey, du darfst es nicht erzählen. Was? Ach was, es ist okay. Nein, es ist ein Geheimnis zwischen Jungen. Bäh. Ja, bäh. Ich fühlte, dass diese Tage nie enden würden. Fühltest du dies? Ab heute seid ihr alle Mitglieder der Einhornbrigade der Königlichen Highland-Armee. Tragt euren Kopf erhoben und seid stolz. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ich sag das jedes Mal, dass ich es nicht weiß, aber ich nenne es Sprite Work, ne? Das finde ich immer gut. Wir gingen denselben Weg, weil du wolltest es mit dem Ehen nicht anders. Ja, also so einzigartige Sachen, wo sie sich da drehen, winden, dass der Hund sich da auf die Prinzessin werfen kann und alles. Ich liebe das. Wenn wir es schaffen oder irgendwie getrennt werden, kehren wir hierher zurück. So können wir wieder zusammenfinden. Versprich es mir, Kommi. Ich verspreche es. Gehen wir, Kommi. Ab in den Fluss. Hui! Ne, solche Details, so das Hände geben, ne, zusammen springen, ich liebe es. Wir werden Leben und Tod zusammen. Du darfst leben, du wirst sterben. Du darfst auch leben, du stirbst wiederum. Aber das ist damit nicht gemeint. Kommi, wenn du hier bist, antworte mir, Kommi. Ich bin hier, Joey. Ich glaubte an dich. Immer. Hey, ich meine, wir haben jetzt. Ich weiß gar nicht. Ich bin bei Part 8. Knapp 20 Minuten pro Part. Sind wir vielleicht bei 2 Stunden irgendwas.
Kami, Joey, ob wir wohl jemals hierher zurückkommen? Gut, dass das Eichhörnchen in Erinnerung ist. Nun, eines Tages kommen wir bestimmt zurück. Dann nehmen wir das ganze Dorf ein und dann ist es unseres. Haha. Weil wir so viel teilten. Warum kommt das so ein bisschen rüber, als hätte ich hier das Ende des Spiels erreicht innerhalb von 2 Stunden? Meine Güte. Was war das denn? Eine Halluzination? Komm, hast du das auch gesehen? Was war das? Das nennt sich im Fachjargon ein Flashbacker. Oder so ähnlich. Ihr junge Volksleute des Schicksals, wir haben in eure Herzen geblickt und euren Charakter erkannt. Du bist der von vorhin. Wer bist du? Ich bin die Erbin der Torrune, die Hüterin des Tores zwischen den Welten. Diejenigen, die sich das große Schauspiel des Schicksals beobachtet, diejenige, die das große Schauspiel des Schicksals beobachtet. Hier beginnen wir, die Sterne der Vorsehung zu sammeln. Das Schicksal ist unbeständig, wir können die Zukunft nicht sehen. Eine der 27 wahren Runen hat euch erkannt. O Gefolgsleute der Vorsehung, der Weg ist nun für euch offen. Hat uns erkannt. War es das, warum wir die Vision hatten? Ja, die Rune hat euch erkannt. Die Rune des Anfangs, die hinter diesem Ort liegt und schläft, ist erforderlich, um eure Vorsehung zu erfüllen. Stellt euch vor die Runen und hebt eure rechte Hand. Wir geben euch die Kraft, das Schicksal zu verändern. Denkt und entscheidet dann. Macht garantiert euch keinen Frieden. Die Stürme des Schicksals bringen für viele Elend und Leid. Und nur wenigen wird es gelingen, sie zu beruhigen, sobald sie beginnen. Wenn ihr diese Macht nicht haben wollt, kehrt jetzt wieder in die Außenwelt zurück. Macht, Rune, die Kraft der 27 wahren Runen. Was werden wir jetzt tun, Kommi? Naja, da wir die Macht brauchen. Kommi, sehen wir es uns einmal genauer an. Ich möchte sehen, was für eine Art von Macht es ist. Kommi, ich nehme die Höhle rechts, du kannst nach links gehen. Aber ich will nach rechts. Ich weiß gar nicht, warum er da einfach stehen bleibt. Das ist so ein... Dies ist es. Kommi, kannst du mich hören? Bist du bereit? Ich meine, ja, bin ich. Es gibt Menschen, die ich beschützen möchte und darum brauche ich die Macht. Ich habe die Macht. Nun, ich habe Macht, die Macht der Rune. Nun habe ich eine Chance. Okay, gehen wir zurück. Yay! Zurück zu den Leuten, die sich denken, what the frick ist hier am passieren, ne? Aber ja, jetzt haben wir... Wenn wir gucken, die Hellschildrune, eine der 27 Runen mit Heilung und 130 Schaden an Feinden. Aber vor allen Dingen haben wir eine Rune. Wir haben euch die Macht gegeben. Kommi, du hast die Rune des hellen Schildes. Joey, du hast die Rune des schwarzen Schwertes. Sie sind die beiden Seiten der Rune des Anfangs. Geht jetzt. Geht und schreibt euer eigenes Schicksal. Liebes Tagebuch. Nein. Aber.
Ah, was ist geschehen? Ein Traum? Ich glaube nicht, dass es ein Traum war. Komm, zeig mir deine rechte Hand. Es war also wirklich kein Traum. Was? Was ist hier drin geschehen? Ja, mir ist nichts geschehen. Uns geht es gut, Pilika. Nicht wahr, Komi? Gehen wir. Wir wissen nicht, wann die Highland-Armee hierher kommt. Und wir müssen weiter. Alle zu mir. Muss ich jetzt meine Formation wieder ändern? Bin mir gerade nicht sicher. Ne, sieht gut aus. Ja, während wir den hellen Schild haben, hat Joey das schwarze Schwert bekommen. Mit Blitzurteil und blitzende Klinge. Plötzlicher Tod, 30% hier. Ne, nicht mal in Runenform ist es mir vergönnt, dass ich ein Schwert kriege. Naja. Details und so, ne? Details, aber... Manno. Einfach nur Manno. Naja, ich kann es nicht ändern. So. Jetzt laufen wir wieder an diesem kleinen weißen Elch oder Reh-Elch, ich glaube Elch, innen dran vorbei. Auf nach Musée oder Muse, wie ich es einfach nenne. Und wir sollen ja Victor treffen. Mahlzeit. Was glaubt ihr, wohin ihr gehen könnt? Wir sind Freunde von Victor, dem Anführer der Söldner. Wir vereinbarten mit ihm, dass wir ihn hier treffen. Lass uns rein. Es tut uns leid, aber niemand darf ohne Passierschein hinein. Wir müssen vorsichtig sein wegen der Spione von Highland! Hey, nennst du uns etwa Spione? Hör zu, lass dich nicht reizen. Überlass es Nanami. Jetzt hier an die Wand klatschen oder was? Hör mal, wir müssen einen alten Grießkram namens Victor treffen. Los doch, lass uns rein, okay? Lass den Quatsch. Nun verschwindet endlich, ihr kleinen Naseweise. Was? Wie hast du mich genannt? Nannte euch Naseweiß, Idioten. Nun verschwindet. Idiot? Sag das noch einmal und es wird dir leid tun. Halt die Klappe, du weinerliche kleine Memme mit dem Froschgesicht. Froschgesicht. Weinerlich. Memme. Ah, ich reiß dir die Lippen ab. Du bist erledigt. Warte. Nanami, halt, stopp. Lass mich los. Ich werde ihn umbringen. Los, geh mir aus dem Weg. Ich helfe dir nicht dabei, die Wache anzuschreien. Und es ist nicht so, dass wir Teil von Victors Armee sind. Die Wache hat guten Grund, uns nicht zu glauben. Aber wir können nicht einfach aufgeben. Wir müssen einen anderen Weg finden. Weiter nicht mehr mit dem Froschgesicht. Ah. Ich habe noch nie so herzlich innerlich gelacht. Komischer Eingang, aber ja, wir gehen erstmal dann hier hin. Tatsächlich, endlich gehen wir mal hier hin. Da, wo kleine Schweinchen sind. Und eine Katze. Ah, das war super. Hallo, willkommen im Gasthaus zum Weißen Hirsch. Die Betten sind sauber und das Frühstück ist im Preis eingeschlossen. Ey, das ist ein guter Deal, hallo? Du hast einen merkwürdigen Ort ausgesucht, um ein Gasthaus zu eröffnen, nicht wahr? Nun, vielleicht. Aber du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viele Leute hier übernachten. Nun, wie ist es? Soll ich euch eure Zimmer zeigen? Hey, Hilda! Hilda! Warum bist du so aufgeregt? Ich habe es geschafft, Hilda. Freu dich, ich habe endlich den Weg zum Schatz gefunden. Zu Schatz. Weg zu Schatz. Es war genau so, wie ich vermutet hatte. Ich wusste, dass mit den Ruinen etwas merkwürdig war. Aha. Aha. Was? Du solltest dich wirklich mehr freuen. Wir können uns endlich von diesem Fehlschlag vom Gasthaus befreien. Warte mal einen Augenblick, Alex. Ich muss Hilfe holen, das ist gefährlich dort drin. Nun, ich wette, dass ich einige Leute in der Stadt finden werde, die mir helfen. Ich werde dir einen Edelstein suchen, der so groß ist, dass du ihn nicht einmal tragen kannst. Wir werden reich sein, Hilda. Alex,
bitte, unternimm nichts Gefährliches. Der Schatz ist vielleicht nur ein Gerücht. Bitte, ich möchte nicht, dass du... Wovon redest du denn, Hilda? Ich mach das doch für dich. Egal, ich werde auf jeden Fall einige Leute finden, die mir helfen. Dieser Mann. Oh, entschuldige mich. Das macht doch nichts. War das dein Ehemann? Ja, er ist von der Schatzsuche besessen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nun, soll ich dir dein Zimmer zeigen? Das stand scheinbar niemals außer Frage. Ah, ich habe gut geschlafen. Wir haben so lange im Freien kampiert. Haben wir? Für einen Moment habe ich gedacht, die wirft mich aus dem Bett raus. Oh, Shiro pennt auch in einem Bett. Okay. Joey verschläft schon wieder. Wann wird er endlich aufwachen? Komm, wollen wir ihn wieder ins Wasser werfen? Was? Was? Ist es schon morgen? Ihr habt genau gesehen, dass Shiro da komplett falsch rum im Bett lag, ne? Guter Wolf. Habt ihr alle gut geschlafen? Wir hatten eine herrliche Zeit. Das Abendessen war auch wunderbar. Wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Wir kommen gerne wieder. Okay, gehen wir, Komi. Wir haben tatsächlich noch andere Gäste, guck mal. Ich habe einige schöne Sachen. Ey! Medizin, Hals, Lederumhang, ja, ja. Ich meine, Shiro hat einen Lederumhang, entweder das oder er braucht keinen. Aber abgesehen davon. Was willst du von mir, Kind? Ah, du bist ein Runenmeister, guck mal. Feuer, Erde, Feuer, Erde, Pixie. Und Milan. Für Schuriken. Gegen Gruppen. Mein Wolf kann Feuermagie lernen? Ja, warum nicht, ne? Kriegt da auf der rechten Pfote eine Flamme? Oh Mann. Müde. Jetzt hat mein Wolf auf der Pfote ein Feuersymbol und kann Feuer schießen. Geht ihr etwa nach News? Ich habe dort als Kind gelebt. Bist du nicht immer noch ein Kind? Alex. Was ist denn? Verdammt, dieses Stadtvolk. Niemand glaubt mir. Sie nannten mich sogar einen Lügner. Verdammt! Alex, wir brauchen doch den Schatz nicht. Was redest du denn, Hilda? Diesmal habe ich wirklich den Weg zum Schatz gefunden. Ich möchte, dass du ein gutes Leben hast. Nicht versteckt im Wald wie jetzt. Wir könnten ein Gasthaus im Muse eröffnen. Entschuldigung, als du von diesem Stadtvolk sprachst, meintest du die Einwohner von Muse? Ja, warum? Das heißt also, dass du einen Passierschein hast? Ja, neuerdings kommt man ohne Passierschein nicht rein. Also, könntest du ihn uns für eine Weile leihen? Wir müssen unbedingt nach Muse und der Wächter lässt uns einfach nicht hinein. Okay, ich mache euch ein Angebot. Ihr helft mir, nach dem Schatz zu suchen und ich leihe euch meinen Passierschein. Wie steht's damit? Vergiss es. Was? Keine Sorge, es ist nicht gefährlich. Ich brauche nur Hilfe, den Schatz zu tragen. Na gut. Na, wie immer, man muss ihm halt helfen. Großartig, wir können starten und nach dem Schatz suchen. Gut, wir gehen gleich los.
solange wir es noch können. Was sollte das denn heißen? Wir können das kleine Mädchen nicht mitnehmen. Hilda, pass auf das Kind auf. Vielleicht kann sie mit Peach spielen. Ah, das ist kein Problem. Aber Liebster, ich wünschte mir, dass du nicht gehen würdest. Keine Sorge, mir passiert schon nichts. Bitte, sei vorsichtig. Pelika, sei ein gutes Mädchen. Komi und ich werden bald zurückkommen. Das letzte Mal, wo wir das gesagt haben, ist ihr ganzes Zuhause abgefackelt, also... Okay, wir sind bereit. Die Ruinen liegen an der Rückseite dieses Gasthauses. Gehen wir. Ah. Liebster, bitte sei vorsichtig. Das ist zumindest nicht weit. Pelika verließ die Gruppe. Alex tritt dem Konvoi bei. Shiro hat einen... Tatzenmarkierung. Und wir können hier an dieser Stelle speichern. Die Rune war ganz schön teuer, oder was habe ich da für so viel Geld gekauft? Naja, egal. Beim nächsten Mal Ruine, oder anders gesagt, unser erster richtiger Dungeon. Weil grundsätzlich war dieses Nebeltal war ja im Prinzip gar nichts. Von daher, yeah, Ruine. Bis zum nächsten Mal.